Am Montag nach den hessischen Osterferien am 25. April fand in Darmstadt ein Fahrplanwechsel statt. Dabei gab es nicht nur Linienänderungen, sondern vor allen Dingen fand die Eröffnung einer neuen Straßenbahnstrecke zur TU Lichtwiese statt. Die Strecke ist 1,2 Kilometer lang und wird nun von der Straßenbahnlinie 2 befahren. Die Linie 2 befährt die neue Strecke vorerst im 10-Minuten-Takt. Sie soll aber später einmal auf einen 7,5-Minuten-Takt verdichtet werden. Insgesamt 2 neue Haltestellen gibt es auf der 1,2 Kilometer langen Strecke. Auf der gesamten Strecke ist die Straßenbahn auf eigenem Gleiskörper vorwiegend auf Rasengleis unterwegs. An den Haltestellenbereichen und kurz vor der Endhaltestelle an der Mensa sind allerdings auch Asphaltabschnitte zu finden. Von der Innenstadt auskommend verkehrt die Linie 2 gemeinsam mit der Linie 9 bis zur Haltestelle Jahnstraße. Die Linie 9 verkehrt dann von hier aus weiter zum Böllenfalltor, wo vor dem Fahrplanwechsel auch die Linie 2 hinverkehrte. Vor dem Fahrplanwechsel fungierte die Straßenbahnlinie 2 allerdings als Berufsverkehrverstärker und verkehrte nicht den ganzen Tag durchgängig. Nun verkehrt sie den ganzen Tag über von 5 bis 20 Uhr und davon größtenteils im 10-Minuten-Takt. An der Jahnstraße zweigt nun also die Strecke der Linie 2 Richtung TU Lichtwiese von der Strecke der Linie 9 ab. Hier existiert nun ein Gleisdreieck. Grund dafür ist, dass sich am Böllenfalltor einer der beiden Betriebshöfe befindet und durch das Gleisdreieck die Bahnen direkt auch zur TU Lichtwiese vom Böllenfalltor aus fahren können. Der Abschnitt bis zur ersten Haltestelle ist in etwa 500 Meter lang. Die Strecke führt hier parallel zum Lichtwiesenweg, gesäumt von Bäumen und einer großen Wiesenfläche, die bereits zum Landschaftspark Lichtwiese gehört. Die Strecke verläuft hier zweigleisig und wie bereits erwähnt größtenteils auf Rasengleis, wobei das nicht so ganz stimmt. Es ist eher ein Gemisch aus Moosen und Flechten, welches hier gepflanzt worden ist, und zur Befestigung wurden einzelne Kieselsteine verlegt. Die erste Haltestelle der neuen Strecke trägt dann den Namen Hochschulstadion. Logischerweise, da Darmstadt nur mit Einrichtungsfahrzeugen ausgestattet ist, gibt es hier nur Außenbahnsteige. Die Bahnsteige sind dabei jeweils barrierefrei ausgebaut und haben ein Haltestellenhäuschen für schlechte Witterung erhalten. Außerdem gibt es digitale Abfahrtsanzeiger, welche auch mit einem Sprachinformationssystem ausgestattet worden sind, für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Sofort fährt Linie 2 in Richtung Hauptbahnhof. In 6 Minuten fährt Linie 2 in Richtung Hauptbahnhof. In der Umgebung befindet sich, wie der Haltestellenname schon sagt, das Hochschulstadion und das Unisportzentrum. Der Eingang dazu befindet sich allerdings auf der Hälfte der Strecke zwischen Jahnstraße und der Haltestelle Hochschulstadion. Direkt an der Haltestelle liegt das Kletterzentrum von Darmstadt. Im gleichen Haus befindet sich auch noch das Fitnessstudio der TU Darmstadt. Direkt daneben liegen noch einige Studentenwohnheime. Außerdem befindet sich an der Haltestelle auch ein direkter Zugang zum Landschaftspark Lichtwiese. Nach dem Verlassen der Haltestelle wird die Strecke nun etwas kurvenreicher, da sie sich hier in das Ensemble der TU mit eingliedern muss. Vorbei an den ersten Gebäuden der TU geht es dann also bis kurz vor die Mensa, wo die Strecke dann für knapp 100 Meter eingleisig wird. Grund dafür sind die beengten Platzverhältnisse zwischen dem Mensa-Gebäude und dem Fachschaftsbau. Und daraufhin wird dann bereits die Endhaltestelle und die Einfahrt zur Wendeschleife erreicht.
Der Abschnitt zwischen Hochschulstadion und TU Lichtwiese Mensa besitzt somit eine Länge von knapp 500 Metern. Die Endhaltestelle wurde hier zweigleisig ausgebaut. Im Zuge des Straßenbahnstreckenneubaus hat sich der gesamte Platz hier vor der Universitätsbibliothek und der Mensa komplett verändert. Neben dem, dass hier die zwei Bahnsteige für die Straßenbahn und die Wendeschleife entstanden ist, wurden außerdem Bereiche für neue Sitzmöglichkeiten und etwas aufwendigere Grünanlagen angelegt. Außerdem gibt es auch ein neues Haltestellenensemble für die Busse, die zur TU Lichtwiese fahren. Diese liegt direkt neben der Straßenbahnhaltestelle. Auch hier haben die beiden Bahnsteige für die Straßenbahn wieder Haltestellenhäuschen erhalten. Die Wendeschleife abseits der Haltestellenanlage ist in etwa 200 Meter lang, wodurch sich somit insgesamt 1,2 Kilometer neue Strecke ergeben. Bereits am Eröffnungstag waren viele Bahnen gut besucht, vorwiegend von Studierenden, aber auch einigen Interessierten. Neben den regulären Bahnen der Linie 2, die seit Betriebsbeginn zur TU Lichtwiese fuhren, gab es auch einen Eröffnungszug, welcher mit einem Blumenkranz geschmückt war und von geladenen Gästen bevölkert. In dieser Bahn kam auch der Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt sowie der Verkehrsminister des Landes Hessen, Tarek Al-Wazir, angereist. Denn neben dieses Eröffnungszug gab es auch noch einen kleinen Festakt in einem Zelt am Rande der Wendeschleife, bei dem Reden gehalten wurden und kleine Häppchen sowie Getränke verteilt wurden. Dort durften ebenfalls die geladenen Gäste teilnehmen. Die Strecke hatte dabei am Vormittag des Eröffnungstages bereits mit Verspätungen und Ausfällen zu kämpfen, jedoch lag dies nicht an der Neubaustrecke selbst, sondern an einem Verkehrsunfall auf Höhe der Schulstraße. Somit fuhr knapp 45 Minuten keine Bahn über die Strecke und im Anschluss kam es auch noch zu Taktabweichungen. Und nun befahren wir noch einmal die Neubaustrecke vom Endpunkt an der Lichtwiese Mensa aus bis zur Jahnstraße. Neben der Eröffnung der Strecke und der Verlängerung der Linie 2 und den Taktänderungen auf der Linie gab es auch noch weitere Änderungen am selbigen Tag. Neben zahlreichen Veränderungen im Busbetrieb wegen den Bauarbeiten in der Frankfurter Straße und der Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 zur TU wurde auch die neue Straßenbahnlinie 10 eingeführt.
Diese verkehrt nun als Schnelllinie und Verstärker im Berufsverkehr halbstündlich vom Darmstädter Hauptbahnhof nach Griesheim-Wagenhalle. Dabei überspringt sie auf ihrer Fahrt drei Unterwegshalte und verbindet den Hauptbahnhof nun direkt mit Griesheim. Bleibt zu hoffen, dass auch die neue Strecke in Darmstadt ein voller Erfolg sein wird und somit zeigt, dass der Ausbau des ÖPNVs sich lohnt. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann zu einem erneuten Video nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.